Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV, unserem YouTube-Kanal für den Handel von Optionen und allem, was es noch zum erfolgreichen Börsenhandel, was da noch mit dazugehört. So, um was geht es heute? Heute geht es um eine Frage, die ich sehr, sehr häufig bekomme, nämlich, Mensch, wie mache ich denn das, wenn ich einen Spread habe? Wie kann ich den richtig rollen? Und darüber sprechen wir heute mal. Also, angenommen, ihr habt eine Position, beispielsweise hier, ihr habt der Markt ist irgendwie gestiegen und ihr wolltet einen Put verkaufen und dann habt ihr festgestellt, naja, wenn ich jetzt diesen Put verkaufe, das erfordert mir einfach zu viel Margin und ihr habt vielleicht auch ein wenig Sorge, dass so ein nackter Put, dass der hier zu schnell unter Bedrängnis kommen könnte oder wenn er unter Bedrängnis kommt, dass ihr dann zu großes Risiko habt. Ihr habt ja theoretisch unlimitiertes Risiko bis auf die Null, also stimmt gar nicht, unlimitiert ist es nicht, es ist bis Null limitiert, ne? Weil wenn der Preis hier runtergehen würde, wärt ihr ja spätestens ab diesem Preis dann long und wenn es dann auf Null fällt, aber wir wissen alle, was wir reden, da haben wir großes substanzielles Risiko. So, und deswegen habt ihr euch vielleicht entschlossen, habt gesagt, okay, ich kaufe mir noch einen Put dazu und habt damit einen Spread gemacht. In dem Falle wäre das hier ein sogenannter vertikaler Spread. Vertikal heißt das deswegen, warum? Weil der Verfallstag am gleichen Tag ist. Also ein vertikaler Spread wird deswegen so genannt, weil beide Optionen, sowohl die verkaufte als auch die gekaufte Option, am selben Tag verfallen. Und jetzt kann es ja sein, und das kann nicht nur sein, sondern es wird auch immer mal wieder so sein, dass dann eben der Preis nach unten geht und ihr müsst jetzt irgendwie diesen Spread rollen. Und da ist jetzt oftmals die Frage, Mensch, wie macht man denn das? Zum Ersten sollte man sich natürlich immer die Frage stellen, möchte ich diese Position noch haben? Und zwar hat das folgende Bewandtnis. Oftmals ist es ja so, dass der Preis zum Beispiel vollkommen normal korrigiert und dann sagt man, okay, mein Timing war vielleicht nicht so gut, aber die grundlegende Idee, dass er über einen bestimmten Punkt bleiben wird, die stimmt noch. Es könnte aber auch sein, dass zum Beispiel jetzt der Preis, nehmen wir mal an, das war hier das Jahrestief und ihr habt darauf gesetzt, dass er hier eine Bodenbildung macht und jetzt würde er unter dieses Jahrestief fallen und würde also quasi ein neues Jahrestief erreichen, so wie das beispielsweise in 2015 beim Erdöl hatten, als Erdöl neue Mehrjahrestiefs gemacht hat. Und dann muss man sich an der Stelle fragen, möchte ich diese Position hier unten wirklich noch haben? Und wenn ihr an der Stelle entscheidet, nein, ich möchte sie nicht haben, dann müsst ihr natürlich einfach sagen, okay, dann mache ich diese Position zu, der Trade ist beendet. Wenn ihr jetzt sagt, naja, grundsätzlich die Idee gefällt mir schon noch, also ich würde schon gern diese Puts noch haben wollen, aber ich muss mir irgendwas einfallen lassen, weil die sind zu tief jetzt ins Minus gerutscht, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Zum einen könnt ihr darüber nachdenken, dass ihr eine Gegenposition macht. Das heißt also, ihr könntet sagen, okay, ich schreibe hier beispielsweise oben einen Call Spread dagegen. So, und wenn das also noch nicht allzu sehr im Minus ist, wenn wir jetzt mal bei Future-Optionen bleiben, wenn das zum Beispiel diese ganze Konstruktion hier 50% im Minus ist, dann könnt ihr sagen, okay, ich setze einen Call Spread dagegen. Ihr könntet auch, vor allem wenn die Laufzeit noch etwas länger ist, könntet ihr auch sagen, ihr setzt einen Call Spread dagegen und rollt dann das Ganze hier nach unten. Das heißt also, wenn wir dann hier die neue Position aufsetzen, ihr müsstet diese Position schließen, das heißt, ihr kauft diesen Put. Ihr verkauft diesen Put, sodass ihr hier oben flat, ihr seid raus und setzt das Ganze weiter unten nochmal auf. Das heißt, ihr setzt hier unten wieder so einen Bull-Put-Spread auf, so einen vertikalen Spread und habt eben dann jetzt eine breite Range, in der sich das Ganze bewegen könnte. Jetzt kann es aber auch manchmal sein, dass man sagt, naja, ich möchte diese Position nicht zwingend dazu nehmen. Weil man vielleicht sagt, Mensch, ich bin wirklich hier in einer schlechten Situation hereingegangen und einen Call möchte ich definitiv nicht haben, weil es in wirklich ein Aufwärtstrend ist oder so. Und dann kann man natürlich hergehen und kann sagen, okay, dann rolle ich das Ganze nach unten, aber was hat das dann zur Folge? Mal angenommen, ihr hättet hier diese Position, diesen gesamten Spread für $200 verkauft. Das heißt also angenommen,
dieser Put hätte euch beim Verkauf 300 Dollar Prämie gebracht und für den hättet ihr 100 Dollar bezahlen müssen, sodass ihr unterm Strich 200 Dollar Prämieneinnahme hattet. Und jetzt hat sich vielleicht diese 200 Dollar insgesamt Prämie hat sich jetzt vielleicht verschlechtert auf 400 Dollar oder 350, was weiß ich, irgendwo, aber spätestens bei Future-Optionen zumindest ist das meine Empfehlung, wenn sie sich um 100%, und zwar die gesamte Konstruktion, um 100% verteuert hat, also in dem Falle von 200 auf 400, sollte man rollen. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich schiebe das Ganze nach unten, dann ist natürlich so, dann werdet ihr, also wenn ihr jetzt hier das Ganze zurückkaufen müsst für 400 Dollar, dann werdet ihr natürlich, wenn ihr das Ganze nach unten schiebt, nicht wieder 400 Dollar dafür bekommen. Man kann das trotzdem machen, dann kassiert man eben hier einen Verlust und hat hier die Chance, mit einem neuen, kleineren Trade den Verlust zu reduzieren. Was die meisten aber machen, und das ist auch eine Vorgehensweise, die ich bevorzuge, ist, dass man sagt, auf der einen Seite schiebt man das Ganze nach unten und auf der anderen Seite schiebt man es nach hinten. Soll heißen, wir versuchen in eine längere Laufzeit hinein zu verkaufen, weil die längere Laufzeit bringt uns natürlich mehr Zeitwert. Das lässt uns weg vom aktuellen Preis kommen. Und es gibt diesen Spruch, der sagt, wir bleiben einfach im Spiel. Das heißt, wir gehen weg aus der Gefahrenzone, erkaufen uns das mit einem höheren Zeitwert. Das heißt, wir müssen vielleicht etwas länger im Trade drin bleiben, aber wir haben natürlich jetzt wieder, wenn es vielleicht wirklich nur mal so eine kurze Bewegung gegen uns ist, die Chance, dann hier unten wieder das Geld hinzuzuverdienen. Und hier gibt es, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Ich persönlich versuche dann, diese 400 Dollar hier unten wieder einzunehmen. Also, dass ich sage, okay, ich gehe in eine längere Laufzeit und schaue mal, wo ich wieder so einen Spread aufsetzen könnte, der mir insgesamt jetzt 400 Dollar bringt. Wenn ihr natürlich hier einen Call dagegen setzt, einen Call-Spread, dann hat das folgenden Vorteil, nämlich, jetzt nehme ich nochmal eine andere Farbe, um es ganz verwirrend zu machen. Ihr könntet natürlich auch sagen, okay, wenn ich jetzt hier 400 Dollar insgesamt wieder einnehmen müsste und ich rolle den nach hinten und nach hinten und unten, brauche ich ja hier wieder 400. Nehmt ihr dagegen noch so einen Call-Spread dazu, dann könntet ihr natürlich sagen, okay, diese 400, die müssen jetzt aus den beiden Positionen kommen. Das soll heißen, wenn der mir hier oben jetzt 200 Dollar bringt, der gesamte Spread, und der hier unten bringt mir auch 200, bisschen komische Klammer, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Dann hätte ich ja auch diese 400 wieder zusammen und damit kann ich natürlich das sogenannte Zelt sehr, sehr weit aufmachen. Wichtig ist ganz einfach, dass wenn ihr Spreads handelt, und da ist es jetzt auch egal, ob ihr jetzt einen einzelnen Spread handelt oder ob ihr beispielsweise von vornherein einen Spread auf der Oberseite und einen auf der Unterseite, also einen Iron Condor handelt, dass ihr, wenn ihr adjustiert, wenn ihr rollt, dass ihr dann immer den kompletten Spread adjustiert. Also jetzt nicht hergehen und sagen, ich adjustiere nur diesen verkauften Put, sondern natürlich immer das ganze komplexe Spread, die komplexe Spread-Konstruktion, die ihr aufgesetzt habt. Nicht, dass dann einfach hier so ein Put drin stehen bleibt oder so, sondern zurückkaufen, das Ganze schließen und dann den nächsten aufsetzen. Und das ist eigentlich eine Vorgehensweise, die mir persönlich sehr viele Vorteile in den letzten Jahren gebracht hat. Also ich habe damit einfach sehr viele Trades, ich nenne das jetzt mal, retten können. Mein Ziel ist es ja gar nicht bei diesen ganzen Rollvorgängen hier, dass man aus einem Verlierer-Trade einen Gewinner-Trade macht. Dass man also sagt, hey, ich hätte jetzt hier eigentlich 200 Dollar verloren und jetzt mache ich hier noch einen 200 Dollar Gewinner-Trade. Sondern es geht um was ganz anderes. Immer wenn ihr in irgendeinen Trade eingreift, wenn ihr eine Reparatur macht, egal wie die jetzt ausschaut, ist eigentlich das Ziel immer folgendes. Nämlich, ihr habt ja eine bestimmte Anzahl an Gewinn-Trades und Verlust-Trades, die ihr pro Jahr generiert. Und wenn wir jetzt sagen, okay, machen wir ein einfaches Beispiel. Ihr würdet 100 Trades machen und wenn man Optionen verkauft in der Strategie, wie wir das in etwa machen, dann weiß man eben, man hat vielleicht so eine Trefferquote zwischen 60 und 65%, in einem guten Jahr auch mal 70
und man hat eben entsprechend eine Verliererquote zwischen 35% und 40%. So, jetzt wissen wir, dass wir an dieser Gewinnerquote, also an den Trades, die Geld bringen, von vornherein nicht allzu viel drehen können. Ne? Wir können natürlich versuchen, statt 65% oder 67% Trefferquote zu erreichen. Das ist natürlich immer hilfreich, aber wir werden jetzt hier nicht schaffen, 95% Trefferquote zu erreichen, sondern da muss man schon realistisch sein, dass wir auch immer mal wieder Trades haben, die eben nicht so laufen, wie wir wollen. Und was wir allerdings hier machen können, was sich enorm auswirkt, stellt euch einfach mal vor, wir würden jetzt hier in jedem Trade immer $100 gewinnen. Das heißt, machen wir hier diese 65 zu 35 einfach. Okay? Das würde ja bedeuten, wir machen hier $6.500 Gewinn. Und wenn wir bei 35% verlieren, jeweils $100 verlieren, dann hätten wir hier $3.500 Verlust. Bedeutet unterm Strich, haben wir hier einen Gewinn von $3.000. Das ist schon ziemlich gut. So, wenn wir jetzt allerdings hergehen würden und würden sagen, okay, hier auf der Oberseite, das können wir gar nicht allzu viel verbessern, dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, was könnten wir denn hier machen? So, und stellen wir uns einfach vor, wenn es euch gelingen würde, aus diesen 35 Verlierern, die ihr einfach haben werdet, wenn ihr dann sagt, okay, ich mache von mir aus nur 15 plus minus 0. Also dass die, die sonst als Verlierer eingehen würden mit $100 Verlust, wenn die am Ende plus minus 0 ausgehen, 15 Stück, also nicht mal alle, nicht mal die Hälfte, nur 15 von 35, also um die 40%, dann würde das ja bedeuten, dass euer Verlust, den ihr hier mit $3.500 hättet, plötzlich runtergehen würde auf $2.000. So, und was heißt das aber? Dass jetzt unterm Strich hier plötzlich 4.500 Gewinn darständen und das bedeutet, dass eure Performance um 50% angestiegen ist, obwohl ihr keinen einzigen Gewinner-Trade mehr gemacht habt, sondern weil ihr einfach eure Verlierer-Trades, einige davon, deutlich reduziert habt. So, nehme ich von $100 minus auf plus minus 0. Und nur darum geht es bei dieser ganzen Adjustierung, dass man quasi das Geld, was man verloren hat schon in einem Trade, dass man sagt, okay, ich hole mir einen Teil davon zurück, ich versuche gar nicht zwingend, oder es ist gar nicht so zwingend mein Anliegen, dass ich unbedingt einen Gewinner daraus mache. Natürlich ist es schön, wenn man sagt, hey, ich lag hier $100 hinten und am Ende mache ich noch $100 Gewinn, aber darum geht es gar nicht. Wenn ihr am Ende es schafft, aus einem Verlierer-Trade einen Plus-Minus-Null-Trade zu machen, dann ist das eine tolle Sache. Also stellt euch einfach vor, jemand hat euch 100 Euro aus eurem Portemonnaie rausgenommen. Und die meisten Trader würden jetzt sagen, ich muss jetzt versuchen, jetzt nicht nur den 100er zurückzugewinnen, sondern noch 100 Euro zusätzlich ins Portemonnaie zu bekommen. Kann man probieren, ne? Wird auch hin und wieder gelingen. Aber viel besser wäre es doch, wenn man sagt, hey, wenn es mir aber immer mal wieder gelingt, den 100er einfach zurückzuholen und wieder in meine Tasche reinzustecken, am Ende plus minus null aus der Sache rauszugehen, dann wäre das eine ziemlich gute Sache. Und gerade beim Optionsverkauf, wo unsere Gewinnhöhe ja immer limitiert ist durch die Prämie, ist das eine tolle Sache und deswegen attestieren wir, deswegen rollen wir und deswegen müsst ihr das eben hier auch so machen, wenn ihr Spreads habt, dass ihr eben versucht, das Ganze aus der Gefahrenzone herauszuschieben, eventuell mit einer Gegenposition zu ergänzen. Und bei Spreads ist das im Grunde nichts anderes, als wenn ihr Einzelpositionen habt. Also versucht das Ganze nach unten, nach hinten zu schieben. Wenn ihr Calls adjustiert, natürlich nach oben und nach hinten. Vorsicht bei Aktienoptionen, da ist dieses Adjustieren von Calls immer ein bisschen schwieriger, weil natürlich ihr kaum größeren Zeitwert gewinnt, weil ja die Calls meistens eine etwas niedrigere Preise haben als die Put-Optionen. Ihr wisst, durch den sogenannten Skew, den es im Aktienmarkt gibt, hat man bei Puts immer mehr Geld als bei Calls. Das war's für heute. Wenn ihr mehr zum Thema Optionshandel wissen wollt, dann schaut auf unsere Webseite www.optionsstrategien.com. Da gibt es einen, ihr könnt zum Beispiel auch euch mal unser Coaching-Programm anschauen, wo wir gerade diese Dinge wie mit dem Rollen permanent im Live-Handel immer wieder mit unseren Kunden gemeinsam machen. Dreimal die Woche zeigen wir alle unsere Positionen, die wir haben, rollen die, adjustieren die, machen das und das immer live in
live, echt, ohne doppelten Boden, mit keinen gefakten, keinen Spielgeldkonten, sondern immer mit realem Geld, mit kleinen Konten, mit großen Konten, sodass es jeder wirklich auch anhand seiner ihm persönlich vorliegenden Kontogröße nachvollziehen kann. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, dann wie immer hier in die Kommentare. Abonniert weiterhin diesen Kanal, verbreitet diesen Kanal, damit wir immer mehr Optionshändler in Deutschland werden. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Handelswoche. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.